Hey, ich bin der René von Mikrofahrzeuge. Bei mir auf dem Kanal war es in letzter Zeit ziemlich ruhig, aber das nicht ohne Grund. Viel Arbeit bei uns wird ein bisschen umstrukturiert und deswegen heute so ein kleines Update-Video, damit ihr Bescheid wisst, was bei uns gerade passiert. Wir haben eine neue Gewerbeimmobilie, wie man hier im Hintergrund sieht, in Deutschland, in Lindau. Und das Ganze hat folgenden Grund: Unser Online-Shop wird immer besser angenommen. Deswegen werden wir auch von hier aus den Versand machen. Da 85% nach Deutschland gehen, ist natürlich der deutlich größere Markt wie Österreich. Das heißt, wir können euch zukünftig mit einer Lieferzeit von 1 bis 2 Tagen beliefern. Und ich denke, das ist für die Verbraucher extrem wichtig, wenn man einen Defekt hat, damit man dann auch hier schnell sein Ersatzteil bekommt. Außerdem fusioniere ich hier mit dem Sven, mit der Filiale aus Lindau. Der kommt hier mit rein. Bei ihm war das Problem hauptsächlich der Platz jetzt langsam. Durch das, dass wir hier stetig wachsen, ist einfach der Platz ausgegangen. Gerade wegen dem hohen Reparaturaufkommen. Wir kriegen die langsam wirklich von überall zugeschickt. Ist sein Laden einfach aus allen Nähten geplatzt. Und hier haben wir jetzt deutlich mehr Platz. Hier kommt dann der Werkstattbereich. Hier haben wir 3 Arbeitsplätze und noch jede Menge Platz. Man sieht schon, hier ist jetzt schon alles voll wieder mit Fahrzeugen. Es wird also nicht langweilig. Ich meine, während wir hier das Ganze aufbauen, läuft trotzdem das alltägliche Geschäft. Das heißt, der Online-Shop ist weiterhin voll im Betrieb. Wir sind weiterhin voll für die Kunden da, egal ob Reparaturen oder Verkauf. Und ja, so schaut das Ganze aus. Ich laufe mal noch mit euch dahinter und zeige euch das noch. Hier haben wir eine große Trockenwand eingezogen. Wir haben noch nicht mal Wasser oder Toilette hier. Das bauen wir jetzt die nächsten Tage da hinten. Und hier hinten ist dann noch ein kleiner Ruhebereich bzw. Büro und nochmal Arbeitsplätze. Und ja, jetzt könnt ihr euch wenigstens mal ein Bild machen, wie das Ganze aussieht. Die Eröffnung ist geplant für den 21. September. Dort werden auch die Survival Masters vor Ort sein. Wir machen so ein kleines Community-Treffen, haben auch eine gemeinsame Tour geplant. Aber da kommen auf jeden Fall noch genauere Infos, sobald das alles steht. Was wollte ich noch sagen? Sorry, bin ein bisschen durch den Wind. Die letzten Tage sind echt zäh. Viel Arbeit, wenig Schlaf. Ich zeige euch mal noch kurz das Gelände hier vor der Halle. Eignet sich auch ganz gut zum Probefahren. Außerdem für uns alles deutlich entspannter. Keine Treppe am Eingang oder irgendwas. Hier können wir die Ware einfach palettenweise rein- oder rausschieben. Ja, und so sieht das Gelände vor der Halle aus. Ist also ziemlich ruhig, eignet sich perfekt zum eine Probefahrt machen. Und sobald dann hier geöffnet ist, laden wir euch gerne ein, vorbeizuschauen und natürlich auch eine Probefahrt zu machen. In diesem Sinne, kurzes Update von mir. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir wie immer doch einen Kommentar oder ein Like. Pusht auch den YouTube-Algorithmus, wäre ich also sehr froh darüber. Und sobald das Ganze hier steht, geht es natürlich auch wieder mit Content weiter. Ich habe jede Menge Produkte schon, die ich vorstellen möchte, wo ich Reviews machen möchte. Aber derzeit einfach leider keine Chance, das irgendwie zwischen reinzudrücken. Ich habe jetzt dieses Update-Video schon so lange vor mir hergeschoben. Ich wollte es eigentlich schon viel früher machen. Aber jetzt habe ich es geschafft. Ist zwar nicht allzu lang, aber trotzdem, jetzt wisst ihr wieder, was Stand der Dinge ist. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald, euer René.